Also Leute, ich bin wieder voller Dinge, voller Tatendrang und es gibt was zu tun. Schaut euch erstmal an, was ich gebastelt habe. Sieht das mal witzig aus, aber ist eine meiner Meinung nach eine coole Sache. Und ich hoffe natürlich auch, dass es funktionieren wird. Denn ihr seht hier die normale China-Heizung, Luft. Die Luft wird übrigens auch noch hier ans Dach geführt, damit es auch bei mir schön warm wird. Dann haben wir einen Kühlmittelausgleichbehälter. Hä? Kühlmittelausgleichbehälter, Leute! Ich habe hier ein AGR verbaut. Sieht natürlich ziemlich selbstgebastelt aus. Es ist auch ein bisschen doof, denn die Wasserschläuche, die gehen hier unten zum Wasserkühler und dahinter kommt noch ein Ventilator. Das ist alles so ein ganzes Provisorium, denn ich bin mir nicht sicher, ob das auch wirklich funktioniert. So, jetzt können wir mal gucken, wie der AGR-Kühler hier drauf passt. Und das ist so ein bisschen tricky, weil das Rohr halt so krumm ist, ne? Aber guck mal, das ist so passgenau. Das ist geil. Hält schon fast von alleine. Okay, das sieht schon mal richtig geil aus. Schöner ist hier dieses Flexstück. Das kann man hier so ein bisschen runterknicken und schon haben wir Platz für das Abgasstück, welches wir dann natürlich nach draußen führen müssen. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns eben um den Auslass, ja, um das Auslassstück, damit wir das auch mal nach außen führen können. Und dafür habe ich mir dieses Rohr gekauft. Ich glaube, das ist recht günstig. Ich meine, 6 Euro pro Meter oder sowas. Ich habe jetzt hier inklusive Versand, glaube 15 Euro bezahlt. Ihr seht, ist einiges dicker im Durchmesser. Das habe ich vorher nicht durchgemessen. Ich war mir nicht sicher. Aber ist gar nicht mal so verkehrt. Denn dann haben wir weniger Rückstau, wenn wir eine lange Abgasanlage bauen. Und dann bleibt die Standheizung auch nicht stehen. Das Stück hier, ja, habt ihr jetzt gar nicht gesehen, ich habe die Kamera abgeschaltet, hat viel zu lange gedauert, habe ich abgesägt. So, zeige ich euch mal gerade. Also jetzt habe ich 2 Endstücke hier, so war das da dran. Das Schöne ist, dieses dickere Stück passt fast hier rein, wenn ich das anständig reinschraube. Also mit ein bisschen mechanischer Arbeit, ein bisschen Kraft, kriegen wir das hier schön drauf, dass es dicht wird. Und ich würde sogar sagen, vielleicht brauche ich hier gar keine Schelle. Ich nehme hier einfach Abgaspaste und so ein Kaminband und dichte das hier ab. Ich habe schon von vielen, ja, Zuschauern und auch auf vielen anderen Kanälen gelesen oder gehört, gesehen, dass wenn man in den Abgasstrang von dieser Zusatzheizung etwas einbaut, was bremst, dass es dann, Moment, da unten ist nämlich noch eine Zusatzwasserpumpe, dass es dann Hitzestau gibt, beziehungsweise Abgasstau, und dann die Stahlheizung abschaltet. Gut, ich habe jetzt gerade, ich habe da unten noch eine Zusatzwasserpumpe, das muss ich euch nochmal zeigen. Ist ein bisschen dreckig die Ecke. So, da ist eine elektrische Zusatzwasserpumpe, die ist hier angeschlossen. Und wenn die trocken läuft, dann rattert die und will, ja, läuft dann natürlich nicht. So, was machen wir jetzt? Wir füllen als erstes ein bisschen Wasser auf, damit die Pumpe nicht trocken läuft. Und danach können wir mal starten. So,
Jetzt habe ich hier ein Öl, ein Wassereinfüllstutzen und natürlich oben den Ausgleichbehälter. Wofür den Ausgleichbehälter? Wenn es warm wird, dann könnte es ja sein oder wird wahrscheinlich so sein, dass das Wasser ein bisschen hoch geht. Und wenn mal was fehlt, dann will ich natürlich hier oben etwas nachfüllen. Und das nächste ist, wenn es Luftblasen jetzt gleich beim Neubefüllen im System gibt, dann müssen wir, dann müssen die Luftblasen irgendwo hin. Und das wird durch diesen Schlauch hier hochgeführt zum Ausgleichbehälter. Luftblasen sind weg. Und hier oben ist eine Entlüftung, das heißt, das System ist offen. An dieser Stelle nochmal, hey, vielen Dank an Chris Garage, der hat mir diesen Wasserkühler geschenkt. Er hat sich nämlich in sein Auto so ein Alu-Tuning-Teil eingebaut, was einfach ja geil aussieht und wie auch immer. Wir machen das schon mal offen und wir verwenden für dieses einen alten Frostschutz, den ich aus meinem TT rausgelassen habe. Ich wollte jetzt hier keinen neuen Frostschutz einfüllen. Also wir machen einfach das alte Zeug rein, was farblich noch gut ist. Und wir müssen ja hier nichts konservieren oder sowas wie bei einem Auto. Keine Wasserpumpe, die irgendwie gleitende Mittel da drin braucht. So, das System läuft schon mal voll. In der Zusatzwasserpumpe steht schon das Wasser. Sehr gut. Ah, wenn man den rauszieht, dann geht es noch mal ein bisschen schneller. Okay, wir sind im Kühler sind wir recht voll und wir haben jetzt aber das Problem, ihr seht, die Schläuche, da fehlt locker noch ein halber Liter Wasser. Diesen müssen wir natürlich ergänzen. Die Zusatzwasserpumpe, die haben wir natürlich unten positioniert, damit es keine Probleme gibt, wenn man eine Luftblase ist. Hier oben könnte nämlich Probleme verursachen. Schaut euch das an! Das Wasser läuft! So, jetzt machen wir es schon mal im Ausgleichbehälter was rein. Dann kann es runter tröppeln. Ist auch nur provisorisch angelegt. Oh, ein richtiges Schaumbad da drinnen. So, Standheizung und an. Ja, wir lassen die jetzt erstmal schön laufen. So, das AGR ist direkt auf die Standheizung aufgesteckt. Das AGR ist direkt auf die, auf den Zuheizer aufgesteckt. Passt wunderbar, muss ich euch sagen. So draufgelegt, Pressung. Und dann geht das hier durchs AGR-Ventil. Kommt mal ein bisschen näher dran. Die Abgase gehen hier durch das AGR-Ventil, gehen hier raus und durch ein Wellrohr. Dieses Wellrohr, Leute, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Da gibt es einen Händler, der verkauft das richtig günstig und so das andere Zeug, was ich hier verwendet habe für dieses Vorhaben, werde ich euch zeigen. Ganz wichtig für uns natürlich, funktioniert es. Ich will natürlich hoffen, dass hier diese Heizung das Wasser schön warm macht und dass wir zusätzlich die Abgaswärme nutzen können, denn ich hatte die Heizung an einer anderen Stelle, da war so ein Holzbrett in der Nähe und das ist komplett verbrannt und da habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, diese Energie, die musst du mitnutzen, warum denn eigentlich nicht? Ja? Es gibt viele, die haben versucht, die Energie mitzunutzen, hat aber Probleme verursacht, weil halt der Hitzestau bzw. der Abgasstau ja, das Gerät in den Notlauf versetzt hat. So, läuft an, sind jetzt 2 Minuten vergangen, ich würde sagen, ich schalte gleich zu. Also Leute, läuft Vollgas, sieht erstmal ganz gut aus, hat bis jetzt nicht abgeschaltet. Das Kühlwasser, ich dachte, das wäre ein offenes System, Problem ist, dieser Kühler, der hat hier unten im Deckel 2 Dichtungen, einmal zum nach oben abdichten und einmal so einen unteren Dichtring und das ist dafür das Überdruckventil. Heißt also, wenn ich ein offenes System haben will, muss ich die Feder kaputt machen oder so. Und dann kriege ich die Sahne aus diesen Schläuchen raus. Hier. Ihr seht das, ne? Ist alles so ein bisschen aufgewirbelt. Und ob die Schläuche überhaupt halten, das war jetzt die günstigste Option, ob die überhaupt halten, ist auch die Frage. Jetzt will ich euch mal eins zeigen. Es dampft! Leute, der Kühler kriegt Temperatur
Der läuft jetzt 12 Minuten auf Vollgas. Die warme Luft, die strömt hier schon durch. Die Schläuche sind ein bisschen warm. Wir können natürlich nicht so viel Wärme leiten jetzt, weil weil da Schlagsahne drin ist, sage ich jetzt einfach mal. Weil das umgewirbelt ist, das ganze Wasser. Ich habe aber ein anderes Problem noch bemerkt. Das ärgert mich so ein bisschen. Dieses AGR-Ventil habe ich aus dem Schrottcontainer rausgeholt, früher mal. Und dachte, ich nehme es auseinander oder so, zeige es euch. Und dann habe ich gesehen, gibt es ohne Ende Videos, die sind uninteressant. Jeder weiß, wie so ein Ding aussieht. Ich zeige euch mal was anderes, was ich festgestellt habe. So, dafür zoome ich da mal von hier aus dran. So Leute, schaut mal. Warum habe ich das hier dran gemacht? Ja, schaut mal, es süfft. Wenn ich den hier dran mache, dann süfft es nicht mehr. Problem ist, undicht ist er trotzdem. Heißt also, das Wasser, was jetzt hier nicht rauskommt, geht wahrscheinlich ins AGR rein und wird ausgeblasen. Ich muss mal gleich draußen gucken, ob es weiß raucht, ne? Aber davon gehe ich ganz stark aus. Deshalb bräuchte ich am besten, also ich habe ja vom Vater den Turan, der hat auch einen AGR-Kühler da drin, der ist nicht kaputt. Sieht aber anders aus, hat eine ganz andere Form, heißt also, ich müsste hier wieder alles umbauen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr so ein Teil irgendwo einfach rumliegen und sagt, hey, weißt du was, komm, schicke ich den zu. Das wäre natürlich eine mega coole Sache, wenn ich genau dieses, ich weiß nicht, ist das ein A4 oder Superb oder so? Schaut euch das an. So sieht das AGR aus. Hier war übrigens so ein ganz langes Rohr, das habe ich ja abgeschnitten. Das geht bis in den Zuheizer. Boah, ey, das ist eine coole Sache. Raucht immer mehr. Ja, da habe ich doch die Idee. Da machen wir doch direkt mal eine Temperaturmessung, oder? Temperaturmessgerät rausholen. Was machen wir denn? Hier. Liegt schon 2 Jahre oder so. Ich habe den einmal benutzt. Letztens einmal, als ich die neu installiert habe, die Heizung. Und jetzt nochmal mit euch. Und wunderbar. Ist es nicht geil, wenn so ein Ding 2 Jahre in der Kiste liegt und der Akku funktioniert noch? Eine super Sache. So, zack, über die Grube rüber gesprungen. Jetzt messen wir einmal zusammen die Temperaturen. Also, was haben wir denn? Messen wir doch mal die Luft. 37 Grad, 40, zeigt er mir an. Nee, das kann nicht sein, das ist falsch. 25 Grad kann nicht sein, wir gehen näher dran. Das ist auch irgendwie ein bisschen wenig. Ah, 100, 160. Man muss schon nah dran gehen. Genau das gleiche haben wir wahrscheinlich hier. 80. Ja, wenn der Abstand zu groß ist, dann hat er natürlich Messfehler. 90 Grad. Was sagt die Luftaustrittsdüse? Um die 60. So, und jetzt hier der AGR-Kühler nochmal. Hier haben wir 20 am Mantel. Und jetzt gucken wir mal die Kühlmittelschläuche. Ja, so viel ist das nicht, ne? 30 Grad. Grad. Jetzt ist natürlich ganz interessant, was macht eigentlich unser Kühler? Wie viel Grad hat der denn?
um die 40 Grad. Um die 40 Grad das Ganze hier. Und vom Gefühl her fühlt sich das super an. Einziges Problem, das sind natürlich billige Schläuche. Die sind vom Bauhaus, so einfach PVC-Schlauch. Die knicken hier ein. Hier müsste ich so eine Feder drumherum bauen, damit diese nicht abknicken. Da kommt dann einfach ganz einfach, da kommt mehr Wasser durch. Oder ihr gebt mir einfach einen Tipp, aber wisst ihr, was mir am liebsten wäre? Wenn der Meter irgendwie nicht 20 oder 30 Euro kostet. Ich bin da schon der Typ, hey, wenn es günstig ist, dann ist das wirklich geil. Jetzt haben wir das Ganze nochmal so ein bisschen getuned, optimiert. Neben dem, dass er hier natürlich immer noch tropft, was sehr, sehr schade ist. Wir haben die Heizung jetzt ausgehabt, jetzt läuft sie wieder seit 20 Minuten. Und vom Gefühl her, warte mal, ich hole mal ein Temperaturmessgerät. Vom Gefühl um die 40 Grad, die Wasserschläuche. 38. So, hier. 39. Der Kühler selber, den haben wir jetzt umgebaut. Ins Regal eingebaut und dahinter der Ventilenti. Und wir haben hier 33 Grad, sagt er. Schauen wir mal hier. 42 teilweise. 40. 44. 44 Grad. So, jetzt machen wir mal den Ventilator an. Zack. Und da dampft's. Och, Leute. Zusätzliche Wärme. Also, klasse. So, der Ventilator kann er auf Stufe 1 laufen. Aber jetzt natürlich geil, ein Kühlerlüfter. Und ich muss euch sagen, Leute, ja, ich habe einen Kühlerlüfter, der wunderbar mit so einem Träger hier drauf passen würde. Problem ist, ich weiß nicht, ich glaube, der frisst 300, 400 Watt oder sowas. Wenn ich den mit an das Netzteil anschließe, dann schießt er das Netzteil ab. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen kann oder soll. Ich habe auch schon überlegt, PC-Lüfter zu nehmen, 12 Volt, die fressen ja nicht so viel, die fressen nur, keine Ahnung, 5 Watt oder sowas, die hier mit dran machen. Das war auch eine coole Sache, ne? So, weiß ich, 10 PC-Lüfter, aber so viele habe ich nicht. Das wäre natürlich eine super Sache, dann ist das auch super kompakt, alle PC-Lüfter aneinander anschließen, parallel und dann ab ins Netzteil, dann würde das auch super funktionieren. Wäre eine super geile Sache. Ja, Ventilenti läuft auf 1 und hier kommt ein schönes Lüftchen durch. Sehr, sehr schön. Da oben, sagte ich schon, wir werden das einmal komplett hier bis zum Tisch nochmal verlängern. Ich weiß, es sieht wirklich katastrophal aus. Ich werde mir auch was einfallen lassen, wenn ich ein AGR habe, welches dicht ist, das alles nochmal schön dahin zu stellen, damit das nicht wirklich hier so sperrig und so hingeschmissen aussieht. Aber ja, den Auspuff kann man anfassen. Den kann man anfassen, weil die Wärme, die bleibt, also nicht zum großen, ja, oder zum großen Teil, bleibt die im Kühlmittel. Das habe ich gerade runtergestellt auf 20 Grad. Und was würdet ihr sagen? Ist der Geräuschpegel akzeptabel? Ich glaube ja. So kann man schon fast arbeiten, oder? Man kann jetzt natürlich noch mal ein bisschen runter machen. Aber dann macht er viel, viel zu wenig Luft. Naja, das war's von mir. Also 20, wie lange läuft er jetzt schon? 23 Minuten ohne Probleme, ohne dass es dieses Problem gibt. Achtung, Abgasrückstau, ich weiß nicht, Fehler 8 oder sowas. Ohne diesen Fehler, obwohl ich einen ganz langen Abgasschlauch habe, mag da dran liegen, dass mein Abgasrohr wirklich ziemlich dick ist. Ich glaube, das ist ein 35er Rohr. Heißt, an dieser Stelle gibt es keinen Abgasstau oder sowas. Allerhöchstens im AGR, aber der lief 20 Minuten vorhin, über 20 Minuten auf Volllast. Jetzt lief er 20 Minuten auf Volllast. Ich habe ihn gerade das runtergeregelt. Läuft wunderbar, also aus meiner Sicht, ja, funktioniert gut,
Kann natürlich sein, dass irgendwann in der Zukunft dort am Rohr sich Kondenswasser sammelt. Das haben auch schon viele gesagt, hey, da sammelt sich Kondenswasser. Und dieses wird dann so viel, dass es natürlich einen Rückstau entwickelt. Aber wenn das warm wird, gehe ich davon aus, dass es verdampft. Dann kann es natürlich sein, dass das Teil zurußt. Wenn es zu stark verrußt, dann kommen die Probleme erst. Zum Beispiel im AGR, die Kühlkörper, die gehen zu oder sowas. Ja, kann sein, dass das Problem im Nachhinein kommt. Aber ich fülle da Diesel auf. Ich glaube, die Heizung, die lief schon gefühlt 6 oder 7 Stunden oder sowas. Das Ding ist immer noch halb voll. Also der verbraucht so wenig Diesel, das ist unglaublich. Also ich bin sehr, sehr überrascht. Für die Hitze, für die Energie, die man hier bekommt, dass er so wenig Diesel genommen hat, bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Ich kann mich erinnern an Gasflaschen, Gaskanonen oder sowas. Irgendwie stellt man in den Raum rein, nach 2 Stunden Betrieb oder sowas, ist die Gasflasche leer. Hier, das Ding läuft und läuft, immer wenn ich hier bin, anmachen, läuft. Der Sprit, ich habe schon vergessen, wo der Kanister ist. Wo ist denn der überhaupt? Der Kanister zum Nachfüllen. Ich habe den irgendwo hingestellt, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo der ist, weil es so lange her ist. Ich habe den nur einmal aufgefüllt. Und Leute, kann ich nur sagen, sehr geil. Ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen, einen Tipp geben, sowas hier durchzuführen. Ist natürlich, wenn ihr das macht, macht ihr das natürlich super schön, auf die Wand hängen oder sowas. Ich gehe davon aus, dass ich in dieser Location hier, weil sie klein ist, nicht lange bleibe. Deshalb ist das so hingeschmissen, damit man es aushält, damit ich irgendwas machen kann. Aber wenn ihr es macht, macht ihr es natürlich schön, die Wasserleitung irgendwo hinlegen, ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das Abgasrohr, das war so günstig. Da könnte man normalerweise das AGR-Ventil an eine andere Stelle hängen und das Abgasrohr schön verlegen, damit das natürlich auch gut aussieht. Aber das muss jeder wissen. Muss ich das haben? Habt da Leute da, die sich das angucken und sagen, was ist das denn? Das müsst ihr für euch entscheiden. Ja, das war's in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen helfen, einen guten Tipp geben, noch mehr Wärme aus seiner China-Heizung rauszuholen. Ich bin bis jetzt begeistert. Es gefällt mir. Es ist gut. Heizt. Also, bis dahin, Leute. Ciao, euer Schrauber.